zu sterben sein. Gott, Zebaoth, tröste uns wieder und lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Also, es ist wunderschön, Ihnen alle zu sehen und es ist wunderschön, wieder hier in unserem Kirchenschiff zu sein. Wir fangen an mit die Beichte und Absolution. Es ist so anders, wenn man das erwartet. Es gibt die Möglichkeit, dass Sie die Worte nicht ausführlich kennen. Ich werde die Worte für alle sprechen. Lasset uns vor dem Angesicht Gottes uns bemütigen, unsere Sünden bekennen und alle jede vom Grund seines Herzens also sprechen. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich armer, elender, sündiger Mensch, bekenne dir alle meine Sünden und Missetaten, die ich begangen mit Gedanken, Worten und Werken, womit ich dir jemals erzählt und deine Strafe zeitlich und ewiglich verdient habe. Sie sind mir alle, aber alle herzlich leid und reuen mich sehr. Und ich bitte dich um deine grundlosen Barmherzigkeit und um des unschuldigen, bitteren Leidens und Sterbens deines lieben Sohnes, Jesus Christus, willen. Du wolltest mir armen und sündhaften Menschen gnädig und barmherzig sein, mir alle meine Sünden vergeben und zu meiner Besserung deines Geistes Kraft verleihen. Amen. Auf solch dieses Bekenntnis verkünde ich euch die Gnade Gottes und spreche euch anstatt und auf Befehl meines Herrn Jesus Christus die Vergebung aller eurer Sünden zu, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir setzen uns jetzt und dann wird das erste Lied spielen. Großer Gott, wir loben dich.
Allmächtiger, gnädiger Vater, du lässt deine Kinder im Kreuz und Leid deine Hilfe erfahren. Gib uns in deine Barmherzigkeit, dass wir dir die Treue halten, durch dein Wort getröstet werden und mitten im Tode das Leben empfangen. Das bitten wir durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich habe einige Bekanntmachungen. Sie haben alle einen Zettel bekommen. Das sind unsere wöchentlichen Annoncen. Das schicken wir jede Woche mit dem Computer hinaus. Wenn Sie eine gedruckte Kopie haben möchten, rufen Sie bitte beim Büro an. Das können wir Ihnen machen. Es ist gut, Sie alle zu sehen. Und der Gottesdienst ist mehr oder weniger, wie wir das am meisten tun, aber am Ende gibt es eine Änderung. Weil wir so wenig wie möglich hin und her gehen wollen, um Probleme zu bringen, was wir machen, wir tun der Abendmahl, die Gebet und alles wird da, und dann kommt der Segen, und der Abendmahl ausdehnen, ausreichen, ist das Letzte. Und das heißt, ich komme vorwärts und die Kirchendiener werden sie zeigen, sie kommen und nehmen den Abendmahl und gehen dann direkt hinaus und dann den Parkplatz. Sie können sicher unter sich im Parkplatz reden, wenn Sie wollen, natürlich mit den 2 Metern, aber so vermeiden wir, dass zu viele Offizielle hin und her gehen. So, das ist der Prozess, das unser Covid-Komitee für uns ausgemacht hat. Und auch, wenn Sie eine Kopie der Predigt haben wollen, fragen Sie den Kirchendienst. Ich habe einige auf Deutsch abgedruckt und auch auf Englisch. We have a few English visitors this morning. It's lovely to have you. If you would like a copy of the sermon in English, just let the ushers know. I printed a few. Most of it, you probably can understand the service just because you know how it goes in English. But the sermon would be a bit of a challenge. So if you would like a printed copy, just wave and Stephanie will get you one. Hoffentlich ist das alles jetzt sehr verständlich. Und Francis wird jetzt unsere Lesungen lesen für uns. Steinte ihn und pflanzte darin Edel.
baute auch einen Dürfdamm und grub einen Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlecht. Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinen Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinen Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich in meinen Weinberg tun will. Sein Samen soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen wurde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will dem Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaut Weinberg aber ist das Haus Israel, die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsspruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Hier endet die Lesung. Halleluja! Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. Halleluja! Vor dem Volk, denn es hielt ihn für einen Propheten.
das Evangelium Gottes. Wir beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir so sehr vom Herzen, dass wir wieder hier an diesem Tag, in diesem heiligen Platz uns versammeln können, um dein Wort zu hören, unsere Gebete vor dir zu bringen und deinen Abendmahl zu genießen. Segne unsere Zeit, öffne unsere Herzen an deine Weisheit und deine Lehre für uns an diesem Tag. Alles dieses beten wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus, unser Herr. Amen. Wir setzen uns bitte. Wir haben die Entscheidung getroffen, dass für die kommende Zeit wir von hier predigen werden, weil ja, die Kanzel so hoch ist und dass man auf Englisch sagt, Aerosol Projection, man will am sichersten sein. Ich könnte theoretisch eine Maske tragen, währenddem ich predige, aber da würden sicher viele von Ihnen es nicht verstehen. Wie es am Ende unseres Psalms steht, es haben ihn zerwühlt, die wilden Säuer und die Tiere des Feldes haben ihn abgeweidet. Gott Zebaoth, wende dich doch. Noch einmal verzweifeln uns unsere Texte heute. Über diese letzten Wochen scheint es Jesus Ziel zu sein, uns geistig, moralisch und ethisch herauszufordern. Er erzählt verschiedene Gleichnisse, die nicht unbedingt logisch sind und die verzweifeln und herausfordern und Fragen stellen. Wie wir in diesem Text heute gehört haben im Evangelium, die Pharisäer am Ende von der Erzählung haben die Pharisäer gewusst, dass Jesus von ihnen sprach. Aber sie hatten Angst, ihn etwas mit ihm in der Zeit zu machen, weil sie wussten, dass das Volk ihn sehr schätzte und nachfolgte. In unseren Texten heute erstens unser Lesen von Jesaja mit seinem Bild unserer Beziehung mit Gott. Gott als der Landwirt und wilde Trauben im Weinberg haben die Ernte verdorben. Der Zahn, der von dem verdorbenen Weinberg spricht, und unser Evangelium, worin die Arbeiter den Besitzer nicht ehren, bis hin seinen Sohn zu töten, wenn er im Namen seines Vaters kommt. Dieses Bild spricht zu uns, denn wir haben immer noch Weinberge heute. Vielleicht mit etwas mehr Technik, Tropfenbewässerung und Traubenzucht, aber ein Weinberg ist immer noch ein Ökosystem von Erde, Wasser, Weinstock und Sonne. Jede Variation mit dem Resultat von verschiedenen Trauben und verschiedenen Weinen. In Frankreich wird dieses Terroir genannt. Und mehrere Weinbauer werden wegen ihrer verschiedenen Trauben beneidet. Und das Erde hier produziert Sonnenwein und vielleicht noch ein paar Kilometer weiter ist das Erde ein bisschen, die ist die Erde ein bisschen anders und dann ist das Wein anders. Heute, das passiert auch hier, der Wein von Okanagan schmeckt anders wie der Wein von der Insel oder der Wein von Ontario zum Beispiel. Heute ist auch der 4. Oktober und im Kirchenkalender ist dieser Tag der Festtag von Franz von Assisi gewidmet. Franz kam aus einer reichen Familie in Assisi, Italien im 12. Jahrhundert. Nach einiger Zeit fand er sein Herz für Jesus und arme Leute. Nun gab er seine Stellung auf und gründete ein Kloster für Mönche, die unter den Armen arbeiteten. Durch seinen Einfluss entschloss sich eine reiche, junge Edelfrau Clara von Assisi, um ein ähnliches Kloster für Nonnen zu begründen, die sich Arme Claras nannten. Und diese beiden Orden, die Franziskaner und die Armen Claras, gibt es bis auch heute, über der ganzen Welt. Franz liebte auch die Natur und hatte angeblich ein gutes Verhältnis mit Tieren. Nun wird sein Festtag öfters mit Segnen von Tieren gefeiert. Natürlich, das machen wir heute nicht, aber wenn Sie zufällig zu Hause einen Hund oder eine Katze haben, können Sie sie vielleicht ein bisschen extra heute streichen.
In modernen Zeiten betrachtet Maike Franz als eine Aktivistin für Umwelt und soziale Gerechtigkeit. Um zurückzukommen auf unsere verschiedenen biblischen Weinberge, können wir sie metaphorisch betrachten und fragen, wie pflegen wir die Weinberge, die uns vertraut sind? Schonen wir die Welt um uns herum? Würden wir den Sohn eines Landwirtssohns mit offenen Armen empfangen? Oder würden wir ihn auch ausstoßen und töten? Es gibt beides auf dieser Welt, man muss nur danach schauen. Wie pflegen wir den globalen Weinberg Gottes, der uns anvertraut ist? Umweltverschmutzung und Klimawandel gibt es überall, gemischt mit kleinen, hoffnungsvollen Zeichen. Zum Beispiel, angeblich hat die globale Nachfrage für Öl und Gas angefangen, sich zu verringern. Hoffentlich ist es für unsere Welt nicht zu spät. Weiterhin können wir fragen, wie pflegen wir unseren persönlichen Weinberg? Achten wir auf andere und nicht nur die in unserem Kreise, aber die die Welt auch nicht kennen? Achten wir auf andere oder interessieren wir uns nur für unsere eigene Besserung und die Erweiterung unseres eigenen Horizonts? Bringen wir gute Frucht in dieser Welt, so wie Jesus es im Evangelium Johannes beschreibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Was heißt es, es in Gottes Liebe zu bleiben? Wie versorgen wir die Menschen in unserer Umgebung, besonders diejenigen, die arm sind oder alleine oder nicht geschätzt sind? Wir haben auch unseren wirklichen Weinbergen nicht immer gut gepflegt oder geschont. Wie viele Hektar von Weinbergen, Obstgärten und Bauernhöfen haben wir zerstört im Namen von Entwicklung und Fortschritt? Zum Beispiel unser Einkaufszentrum Orchard Park hier in Kelowna. Das waren Obstgarten zur Zeit und auch ein Golfplatz, wird mir gesagt. Terroir hat nicht nur mit Weinbau zu tun. Terroir beeinflusst auch Obst. Dieses Land, wo Orchard Park steht, produziert die besten, schmackhaftesten Birnen in ganz Kanada. So hat es mir ein Obstbauer erzählt. Es gibt noch einige Obstgarten, Birngarten in der Gegend und auch einen, der seit über 100 Jahren in derselben Familie ist. Genießen Sie diese Birnen so lange wie möglich, bevor jemand diese letzten Bäume auch ausreißen will. Wie können wir diese Katastrophe vermeiden? Hören wir die Propheten in unseren Zeiten an. Umweltwissenschaftler, Mediziner, auch Prediger, andere oder so wie in biblischen Zeiten. Ignorieren wir sie. Manchmal sind die Worte Jesus barsch und es ist nicht einfach, sie anzuhören. Dazu in schwierigen Zeiten, so wie dieser, worin wir uns im Moment befinden, ist es natürlich unsere Hände ringen zu wollen und die Berufung zu höheren Zielen sowie die Gerechtigkeit wegzustoßen. Manchmal ist dieses das Resultat unserer eigenen Wunden, unserer eigenen Geschichte der Enteignung, auch Generationen entfernt. Wir oder unsere Vorfahren wurden ausgestoßen, mussten flüchten, hatten nichts und niemand gab etwas. Solche Erlebnisse bringen eine Erhärtung, etwas Bitterkeit. Wenn wir andere kämpfen sehen, wollen wir vielleicht sagen, wir sind ohne Hilfe durchgekommen, könnt ihr es nicht? Jeder leidet, gewöhnt euch daran. Das ist also sehr oft eine automatische Reaktion, wenn jemand sich plagt. Das ist das Resultat Enteignung. Von der kleinsten Beleidigung auf dem Schulplatz bis auf mehr krasse Diskriminierung und Missbrauch. Alles schneidet tief und dann heilt die Wunde mit Narbengewebe und wir werden gegenüber den Schmerzen anderer verhärtet. Aber wenn wir unseren Schmerz
unsere emotionalen Narben, unsere Ängstlichkeiten anerkennen. Erkennen, dass es nicht recht war zu der Zeit und nicht jetzt. Dann können wir innerlich heilen. Und dadurch werden wir behutsamer und haben mehr Mitgefühl für andere. Denn am Ende des Tages sind wir alle im gleichen Schiff, auf demselben See, auf derselben Insel, auf derselben Welt. Wählen Sie, wessen Bild Sie am liebsten haben. In derselben Situation zusammenstreben für eine bessere Welt, für unsere Kreise, für alle zu ermöglichen. Heute hat mir meine Schwägerin, die prüft meine Predigt immer nach, und sie sagt, meine Predigt hat sie erinnert an einem Gedicht von Goethe, das heißt Der Schatzgräber. Der Gedicht ist etwas lang, ich lese ihn nicht in allem, aber ich lese am Ende. Holde Augen seicht blinken unter dichtem Blumenkranze, in des Trankes Himmelglanze trat er in den Kreis hinein, Kreis heran, und er hieß mich freundlich trinken, und ich dachte, es kann der Knabe mit der schönen Lichtengabe wahrlich nicht der Böse sein. Trinke Mut des reinen Lebens, dann verstehst du die Belehrung, kommst mit ängstlicher Beschwörung nicht zurück an diesen Ort. Grabe hier nicht mehr vergebens, Tagesarbeit, Abendsgäste, saure Wochen, frohe Feste, sei dem künftig Zauberwort. Also, schwer arbeiten, ja, aber dann zusammen mit Freunden und so weiter zu feiern und genießen die Resultate, die Frucht unserer Arbeit. Nun erinnern uns unsere Texte diese Woche an die harten Zeiten und die Zeiten, wo wir Gottes Ziele für uns nicht geschaffen haben. Außerdem sind wir darauf aufmerksam gemacht, dass wir in dieser Welt nicht alleine sind. Wir haben diejenigen, die, wie Franz vor uns gegangen sind, sich selber für die Welt und alle Menschen hergeben. Wir haben einander und wir haben die Propheten, die mit uns heutzutage gehen. Wissende Leute, weise Leute, tüchtige Leute, heilige Leute. Wir leben in komischen und schwierigen Zeiten, das ist sicher. Aber wir sind immer noch hier zusammen mit immer neuen Erfindungen, neuen Wegen weiterzukommen, zu helfen, wo wir können. In einigen Tagen feiern wir unser kanadisches Erntedankfest, Thanksgiving. Unsere Feier wird nicht so wie andere Jahre sein, so viele Menschen wie möglich um den Tisch herum, sondern nur einige. Aber obwohl wir zusammen oder getrennt sind, können wir immer noch Dank sagen. Dank sagen, dass wir immer noch bis jetzt gesund sind. Dank sagen, dass wir geliebt sind und andere lieben können. Dank sagen, dass wir Heilung suchen können und andere versorgen können. Und im Geist der Dankbarkeit denke ich an einen anderen Psalm, Psalm 148. Der, obwohl er vor vielen Generationen geschrieben wurde, bemerkenswert zu unserer ungenannten Umgebung spricht. Ein Teil von dem Psalm. Ihr großen Fische und alle Tiefen des Meeres, Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwinde, wie sein Wort ausrichten, ihr Berge und alle Hügel, ihr Fruchtbäume und alle Zähne, ihr Könige auf Erden, ihr Tiere und alles Vieh, Gewürm und Vögel, alle Völker, Fürsten und alle Richter auf Erden, Jünglinge und Jungfrauen, Alter mit den Jungen, die sollen loben den Namen des Herrn, denn sein Name allein ist hoch, seine Herrlichkeit reich, soweit Himmel und Erde ist. Er erhöht das Wort seines Volkes, alle seine Heiligen sollen loben, das ihm nahe ist. Halleluja. Wir bedanken uns für die Gleichnisse, die Jesus erzählt. Auch die, die uns verzweifeln und ärgern, aber die uns immer wieder vorwärts in Verhältnis und Liebe rufen. Einen gesegneten Sonntag an Sie alle und ein gesegnetes Thanksgiving, das uns erwartet. Lobe den Herrn. Amen.
Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinnen in Christus Jesus. Amen. Wir setzen uns und dann wird das Lied des Tages spielen. The prayer, the hymn of the day.
Wir beten. Herr, erbarme dich. Für die Abgefallenen und Gläubigen und auch für alle, die in deinem Dienst stehen und versagt haben, für die Völker, dass unter ihnen dein Ruhm ausgebreitet werde. Für alle, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, dass dein Licht sie erleuchte und sie mit uns deinen heiligen Namen loben und preisen in Ewigkeit. Amen. Bleiben bitte stehen. Wir beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für die Gaben der Erde, die Gabe des Weinstocks, das für uns unsere heilige Mahl bringen. Und wir danken dir für den Dankopfer, das alle hier gebracht haben. Mit diesen Gaben hilfe uns, deine Wort zu verbreiten und deine Barmherzigkeit in einer schmerzenden Welt verteilen. Alles dieses beten wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus, der sein Leben für uns hergegeben hat. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasst uns Dank sagen, dem Herrn, unserem Gott.
Herr, unser Gott, dein Sohn, hat uns dieses Vermächtnis seiner Liebe anvertraut und der Gedächtnisfeier seines Todes und seiner Auferstehung denken wir an das Opfer der Versöhnung, das er gebracht hat. Und in Hoffnung und Dankbarkeit beten wir die Worte, dass Jesus uns gelehrt hat zu beten. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf der Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich. Wir beten, Herr Jesus Christus, aus dem Reich deiner Liebe hast du uns dieses Sakrament geschenkt. Wir bitten dich, gib, dass wir unsere Brüder und Schwestern so lieben, wie du uns geliebt hast, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch. Gebe euch Lassen. Und hoffentlich sehen wir uns wieder.